Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe von Filmfest Spezial. Diesmal wieder mit einer Sommerausgabe. Das heißt konkret, dass wir Ihnen zwei Filme in dieser Sendung vorstellen werden, die im September anlaufen, zu denen wir allerdings auch schon Interviews führen durften. Einmal in Emden beim Filmfest und einmal auf der Berlinale. Das Ganze garnieren wir dann aber auch noch mit einem unserer Gewinnerfilme, unseres Kurzfilmwettbewerbs in diesem Jahr. Und ja, da wir deswegen natürlich schon unter Zeitdruck stehen, starten wir auch einfach direkt in die Sendung. So starten wir dann auch gleich mit dem Gewinner des Silbernen Bären auf der Berlinale 2019. Der Film trägt den ungewöhnlichen Titel Systemsprenger. Damit ist jetzt irgendwie nicht der Brexit oder irgendwelche Klimakatastrophen gemeint, sondern es geht beim Systemsprenger um Personen, die durch ihr Verhalten in keine der gängigen Institutionen, Jugendhilfe, Organisationen oder Einrichtungen dort nirgendwo hineinpassen, durch ihr Verhalten diese Gruppen quasi sprengen. Das hört sich dramatisch an, ist auch ein ziemlich harter Tobak. Und was dieser Film, worum es in diesem Film geht, was der Film verspricht, das verrät Ihnen Chris Ostermann. Und im Anschluss hatten wir noch die Chance, die Regisseurin Nora Fingscheid auf der Berlinale selbst zu ihrem Film zu befragen. Und das sehen Sie im Anschluss. Systemsprenger sind Personen, die sich nicht in bestehende Einrichtungen integrieren lassen. Sie sprengen durch ihr Verhalten zum Beispiel eine Gruppe im Erziehungsheim und werden dann immer weiter und weiter verwiesen. Wenn die Profis noch nicht mal mit ihr klarkommen, wie soll ich das dann schaffen? Sie sind ihre Mutter. Die 9-jährige Benny ist so eine Systemsprengerin und somit eine Gefahr für alle. Ich bin ein Schulbegleiter. Wenn Film sich in so schwierige Gefilde begibt, erzählt er meist von der märchenhaften Rettung durch einen besonderen Menschen. So einfach macht es uns Regisseurin Nora Fingscheid aber nicht. Zwar treffen wir in Systemsprenger eine Vielzahl von geduldigen, sensiblen, liebenswürdigen und auch starken Sozialarbeitern, aber dennoch, alle werden von Benny an ihre Grenzen gebracht. Verabschieden Sie sich wenigstens von Ihrer Tochter! Dabei will Benny eigentlich nur geliebt werden. Vor allem von ihrer überforderten Mutter oder eben vom Anti-Aggressionstrainer Micha. Einem der wenigen, der sich ihr ganz und gar stellt. Er kommt ihr zwar nah, aber er schafft es auch nicht, sie ganz zu knacken und ist von ihrer sprunghaften Aggression immer wieder aufs Neue herausgefordert. Wo ist denn Ihr Fernseher? Gibt's nicht. Kein Strom, kein Internet. Und schönes Blutflugkacken. Ich hasse dir! Hey. Weil ich mal so auszicke, darf ich nicht zu Mama. Das kannst du ja ändern. Hast du schon mal dein Echo gehört? Mama! Mama! Mama hasst mich. Tja, die Frage ist, kann, will, sollte man sich so einen heftigen Film antun? Für Pädagogen ist er meines Erachtens ein Muss. Wer sich sonst dieser ungeschönten Realität aussetzt, hat meinen Respekt. Dabei ist Systemsprenger wirklich einmalig. Gespielt und geschrieben. Aber man muss eben bei ihm eine Menge Wut und Hilflosigkeit aushalten. Aber dafür erhält man einen wirklich authentischen Blick in soziale Realitäten, wie man sie auf RTL lange suchen kann. Und das ist auf jeden Fall der Verdienst der fantastischen Regie von Nora Fingerscheid zu verdanken, die sich die Mühe gemacht hat, ganz genau hinzuschauen. Je älter du wirst, desto beschissener werden die Maßnahmen. Ich hab die Verantwortung für dich! Keine Sorge, das ist Sicherheitsglas. Erzählt. Wie heiße ich? Ekelmaßmensch. Na also, wird er. Das Phänomen betrifft wirklich Kinder, für die die Jugendhilfe keinen festen Platz findet. Also ein Kind, was von einem Zuhause ins nächste, in die nächste Pflegefamilie, in die nächste Einrichtung und überall rausfliegt, bis irgendwann alle sagen, wir nehmen dieses Kind freiwillig nicht auf. Das ist dann eine Systemsprengerin. Und das fand ich so faszinierend, als mir dieses Thema begegnet ist. Zumal ich selber ein wildes Kind war, keine Systemsprengerin, ein anderes Umfeld, aber viel Energie hatte. Und das sind natürlich faszinierende Kinder. Deshalb dachte ich, da muss man mal einen Film zu machen. Wie genau lief die Recherchearbeit ab? Wie bist du da vorgegangen? Es gab so verschiedene Ansätze. Es gab Intensivrecherchen, wo ich wirklich für 2 Wochen in einer Wohngruppe, das ist das zeitgemäße Wort für Kinderheim, mitgelebt habe, mitgearbeitet, dort übernachtet habe, mit den Kindern gespielt, Hausaufgaben gemacht, beim Kochen geholfen, all sowas.
Das habe ich in verschiedenen Institutionen gemacht, auch in der Kinder-Jugendpsychiatrie, in einer Obhutnahmestelle, in einer Sonderschule und so weiter. Und es gab so Einzelgespräche, wo ich wirklich mit Fachleuten über ihre Erfahrungen geredet habe, ganz viel Notizen gemacht habe. Und das ging über einen sehr langen Zeitraum. Ich glaube, insgesamt vielleicht so 2 Jahre, immer mal wieder. Und daraus ist dann Stückchen für Stückchen ganz viel ins Drehbuch eingeflossen. Natürlich abgewandelt, zusammengeklaut und neu hinzugefügt. Ihr habt ja auch mit einer sehr jungen Person gearbeitet. Wie hast du dich da vorbereitet auf die Dreharbeiten? Wie lange lief das ab? Ich glaube, das ist ja auch zeitlich begrenzt, wie lange sie arbeiten darf, mit 9 Jahren. Genau. Helena war beim Dreh 9, genau wie Benny. Und ich habe sie 1 Jahr vor Drehbeginn das erste Mal im Casting gesehen. Das zog sich dann ein bisschen hin, bis wir uns verabredeten, dass es jetzt wirklich der Film ist. Das war dann 6 Monate vor Drehbeginn. Und dann haben wir ganz spielerisch angefangen, Bennys Welt zu erforschen. Sie war immer bei den Castings dabei, hat dadurch all die verschiedenen Erzieher kennengelernt. Und wir haben versucht herauszufinden, wie würde Benny reagieren und wie würde Helena reagieren, damit sie sich so ein bisschen 2 Welten schaffen kann und nicht irgendwann völlig verwirrt ist, wer muss jetzt hier gerade ausrasten. Und als die Dreharbeiten dann starteten, da hatte sie eigentlich ein ziemlich klares Bild von Benny und auch eine Sprache von Benny. Und sobald man sagte, aber danke aus, jetzt hast du 5 Minuten Pause, war sie switch Helena und rannte über den Flur und spielte und konnte da in einer Leichtigkeit rein und raus, dass es uns sehr beeindruckt hat. Du hast ja auch zuvor in Emden den Drehbuchpreis gewonnen. Inwiefern hat dir das vielleicht auch geholfen? Das hat auf jeden Fall geholfen. Das war damals mit einer allerersten Drehbuchfassung. Das habe ich mich gar nicht richtig getraut, da drauf zu schreiben. Aber ich dachte, ich reiche einfach mal ein, weil ich hatte das Projekt für 1 Jahr pausieren lassen. Die Recherche war mir irgendwann echt so nahe gegangen, dass ich gemerkt habe, die Geschichten von all den Kindern, ich kann gerade nicht mehr. Mein Weltbild verdüstert sich. Ich muss mal was ganz anderes machen. Ein anderer Film ist entstanden, das war auch gut so. Und dann konnte ich irgendwann wieder die Kraft sammeln, zu merken, okay, jetzt kann ich wieder. Und dann haben wir in Emden eingereicht. Und dann haben wir diesen Preis bekommen mit einer überwältigenden Resonanz. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh krass, also das Thema interessiert nicht nur mich. Irgendwas scheint sich zu transportieren in dem, was da drin steckt. Und deshalb war Emden so ein Startschuss. Und das hat mir sehr viel Mut gegeben, an das Projekt zu glauben und weiterzumachen und Leute zu finden, die dafür zu begeistern sind. Welchen Wert hat die Wahrheit, wenn sie zum Gegenspieler der eigenen Zukunft, einer Ideologie oder eines ganzen Systems werden könnte? Diese Frage lässt sich für die Gegenwart natürlich immer nur sehr kontrovers diskutieren. Natürlich bietet aber die Menschheitsgeschichte auch schon Unmengen an Material, was in diese Richtung gehen könnte. So natürlich auch die recht junge Geschichte der Sowjetunion, der DDR, des Sozialismus und des angestrebten Kommunismus. Und der Zukunft zugewandt zeigt uns die DDR Anfang der 50er Jahre und Alexandra Maria Lara in eben diesem Kampf zwischen der Wahrheit über ihre Vergangenheit und Sicherheit für ihre Zukunft. Auf dem Filmfest in Emden hatte ich die Gelegenheit, dieses beeindruckende Drama zu sehen und auch Regisseur Bernd Böhlich selbst zu treffen und mit ihm über diesen Film zu sprechen. Куда у нас ведете? У вас сейчас на сборы. Быстро, давай. Und der Zukunft zugewandt beginnt in einem sowjetischen Gulag, in dem sich die junge Mutter Antonia Berger mit ihrer Tochter in unrechtmäßiger Gefangenschaft befindet und den Tod ihres Mannes miterleben muss. 1952 wird sie entlassen, in die DDR zurückgeholt und nach Fürstenberg gebracht. Willkommen in Fürstenberg. Hier bekommt sie schnell eine Wohnung, einen Job und ihre Tochter die dringend benötigte ärztliche Behandlung. Doch die Fürsorge, die der Staat in Person von Kreisleiter Silberstein den 3 befreiten Frauen bietet, ist weniger der Menschenliebe oder dem Unrechtsbewusstsein der Gefangenschaft geschuldet, sondern mit der Bedingung verknüpft, diese Vergangenheit für immer zu verschweigen. Lager in der Sowjetunion, unschuldig Verhaftete? Wisst ihr, was das bedeutet? Was glaubt ihr, mit wem wir es hier zu tun haben? Dieses Volk wechselt seine Überzeugungen wie die Wäsche. Gestern das braune Hemd, heute das blaue. Wisst ihr, was passiert, wenn wir denen sagen, wo ihr wart und was ihr erlebt habt?
Sie ziehen sich gleich wieder um und unsere Chance ist vorbei. Die Idee des Sozialismus ist in den Köpfen der Bevölkerung noch zu fragil, um junge Fehler des Systems zu verzeihen. Und so schwankt die von Alexandra Maria Lara verkörperte junge Mutter zwischen der Sicherheit und den Vorzügen ihres neuen Lebens auf der einen Seite und der Wahrheit ihrer traumatischen Vergangenheit und dem wachsenden Misstrauen gegen ein paranoides und repressives System auf der anderen. Und was hast du dort gearbeitet? Ich habe mich nützlich gemacht, wo es nur ging. Und der Zukunft zugewandt zeichnet bildlich und inhaltlich ein äußerst authentisch wirkendes Porträt der DDR in den 50er Jahren. Der Film funktioniert vor allem über einen subtilen und paranoiden Spannungsaufbau, weniger über eine dramatische Zuspitzung der Ereignisse. Die meisten Figuren wirken dabei leider etwas eindimensional, wodurch der Film nicht die emotional nachfühlbare kontroverse Ebene zwischen Ideologie und Wahrheit, zwischen Solidargemeinschaft und Individualismus erreicht, die beispielsweise Gundermann von Andreas Dresen bedienen konnte. Und der Zukunft zugewandt zeigt aber die Denkdynamik eines autoritären Systems aus der Sicht der Herrschenden und mit etwas Reflexion lassen sich sicherlich auch Aspekte des Films auf moderne Zeiten anwenden. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Ich rede doch so gerne. Aber wenn man sich immer jedes Wort überlegen muss, das macht einen ganz verrückt. Auf dem Filmfest in Emden hatte ich die Gelegenheit, mit Regisseur Bernd Böhlich nicht nur über seinen Film zu sprechen, sondern auch mehr über die wahre Geschichte dahinter zu erfahren. Ich habe von 1980 bis 1984 habe ich in Potsdam-Babelsberg Regie studiert und habe dann angefangen, meine ersten Filme zu machen und bin mit einer Schauspielerin bekannt geworden, die ich in einem Film besetzt habe und die auch hier in dem Film eine Rolle spielt, Svetlana Schönfeld. Und über die bin ich auf eine sehr ungewöhnliche Biografie aufmerksam gemacht worden, nämlich ihre eigene Biografie, dass sie in einem Lager in der Sowjetunion geboren worden ist und über diese Vergangenheit aber schweigen musste. Und das hat mich sehr beschäftigt, hat mich sehr umgetrieben. Vor allen Dingen die Tatsache, dass sie eben niemals die Wahrheit sagen durfte. Und dann habe ich mich rangemacht, ein Drehbuch zu schreiben, was ein sehr langer, komplizierter Weg war, weil eben je mehr ich darüber recherchiert und erfahren habe, je mehr wollte ich auch in diesem Stoff unterbringen. Und habe mich dann eben damit immer intensiver beschäftigt, habe Leute getroffen, die ähnliche, dramatische, abenteuerliche Biografien hatten. Und habe dann versucht, über die Jahre das alles in eine Geschichte fließen zu lassen, von der ich überzeugt war, so kann man sie fürs Kino erzählen. Und ihr Film spielt dabei auch in Fürstenberg, was ja heutzutage eher bekannt ist unter Eisenhüttenstadt und früher auch Stalinstadt mal kurzzeitig hieß. So ist es ja. Warum haben Sie sich für dieses Setting dann da entschieden? Das muss man schon erstmal auch erklären, nämlich dass diese Stadt, also heute heißt sie Eisenhüttenstadt, war in den 50er Jahren sowas wie eine Musterstadt. Also so sollte im Grunde genommen der Sozialismus aussehen. So sollten die Häuser aussehen und die Straßen und die Plätze und die ganze Infrastruktur. Also das war quasi wie ein Modell. Ne, so. Und diese Stadt existiert bis heute. Ist, glaube ich, sogar das größte Flächendenkmal Europas, meiner Meinung nach. So. Und ist ein bisschen wie Disneyland, aber es gibt einem ein Gefühl dafür, für diese Zeit. Also für uns war das natürlich ideal, weil es dort an den Fassaden weder irgendwelche Werbung gibt, noch sonst Sachen, die also so auf die Gegenwart hinweisen. Und das vermittelt so ein Gefühl von dieser Aufbruchstimmung so der 50er Jahre. Und das war für uns, für den Film, war das natürlich genau richtig. Ne? Man muss ja viele Menschen in einem System zusammenfassen und es gibt halt Leute, die sich mit diesem System identifizieren und welche, die sich nicht mit dem System identifizieren. Glauben Sie, dass es heutzutage da noch ähnliche Herangehensweisen gibt? Die wird es immer geben, solange es Politik gibt. Also das ist jetzt natürlich, kann man jetzt die 50er Jahre jetzt nicht plump vergleichen mit dem Jahr 2019, aber dass Politik erstmal immer Absichten verfolgt, was ja legitim ist, und dass es dann immer ein sehr, sehr schmaler Grat ist, Dinge auszusprechen, auch wenn sie unbequem sind. So. Und dass man geneigt ist, auch Wahrheiten zu mildern oder gar auch zu verfälschen, um eben eine bestimmte Politik
durchzusetzen. Das ist ein Problem, was es bis in die Gegenwart hinein gibt. Na sicher, in unterschiedlichen Abstufungen, natürlich jetzt heute vielleicht jetzt nicht so dramatisch wie in den 50er Jahren, aber die Verführung, also dass man sich eine Wirklichkeit zurechtbiegt und sie so verändert, auch medial so verändert, dass sie einem passt. Also das Problem, das gibt es in der Gegenwart nun gerade. Ne? Das Kriterium müsste natürlich sein, dass die Wahrheit über allem steht. Logisch, ne? So. Aber ich denke, dass das ein sehr idealistischer Anspruch ist, den man immer wieder auch verfolgen sollte, ohne Frage, aber dass es sehr schwer ist, den in die Tat umzusetzen. Ich finde, Ihr Film hat das sehr spannend dargestellt, diesen Zwiespalt, zwischen dem man da steht. Und ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Böhlich. Und wir von Filmfest Spezial haben auch in diesem Jahr wieder einen Kurzfilmwettbewerb ausgerufen, in dem wir junge Filmemacher dazu animieren, uns ihre Kurzfilmprojekte oder Kurzfilme zuzusenden. Und im Mai haben wir aus diesem Pool wieder 3 Siegerfilme prämiert. Und wir nutzen die Sommermonate, die Sommerausgaben und die Sommerflaute im Kino immer recht gern, um diesen Film eine Plattform zu bieten. Und machen das auch an dieser Stelle wieder und zeigen Ihnen jetzt den Film von Hunden, Katzen und Flüchtlingen. Vom Regisseur Dominik Preuße wurde der eingereicht. Der Film zeigt uns in knapp 20 Minuten eine ziemlich extravagante Flüchtlingsgeschichte in Deutschland und verhandelt doch recht experimentell die Frage nach der Identität bzw. was passiert, wenn einem diese Identität genommen werden soll. Chris Ostermann hatte im Anschluss noch die Chance, mit dem Regisseur Dominik Preuße und dem Produzenten Sascha Burgdorf über den Film zu reden. Das für meinen Teil war es dann aber auch. Und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei diesem Film und verabschiede mich und wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung. Die meisten Menschen sind wie Hunde. Es gibt reinrassige Mischlinge und Straßenköter. Einen traumatisierten Straßenköter muss man von seinen Artgenossen isolieren und nach umerziehen. Man kann sich nicht um 500 Straßenköter gleichzeitig kümmern, schon gar nicht, wenn immer neue hinterherkommen und darunter ein... Also schon gar nicht, wenn immer neue hinterherkommen und darunter ein paar Katzen sind, die man gar nicht erziehen kann. Die sind wirklich gefährlich. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, ja. Aber das ist richtig, ja. Ach, guck mal. Wenn das nicht die kleine... Das ist... Wie war Ihr Name noch gleich? Das ist Sonja. Je m'appelle Zoe. Ich heiße Zoe. Sonja. Essen ist um 19 Uhr, wenn meine Mutter von der Arbeit kommt. Räum deine Sachen ein und mach kein Chaos. 19 Uhr, okay. Das Gartenhaus hat keine Toilette. Du darfst unsere im Haus benutzen. In der Nacht ist sie verschlossen. Der Schlüssel befindet sich in Fahrradschuppen rechts, in der alten Kommode, die vierte Schublade von links, dritte von oben, im Verbandskasten, in der Pflasterbox mit dem großen gelben Klebestreifen. Je comprends pas ce que tu dis. Ich verstehe dich so nicht, Sonja. Wenn du fleißig bist und lernst, dann werden wir uns auch verstehen. Was ist das für eine Suppe? Das ist keine Suppe. Das ist Dinkelkleie in Hafermilch mit geriebenen Karotten, frischen Zwiebeln und Mohn. Es ist sehr gesund. High Protein, Low Carb und glutenfrei. Ich dachte, wir sprechen Deutsch. Das war von Hunden, Katzen und Flüchtlingen ein erstmal sehr ungewöhnlicher Film von Dominik Preuß, dem Regisseur. Daneben sitzt Sascha Burgdorf, der die Produktion gemacht hat. Dominik, das ist ja jetzt erstmal so ein ganz eigener Zugang zum Thema Migration und Flüchtlinge. Wie kommt man denn auf so eine Geschichte?
Die Geschichte kommt eigentlich immer mit den Figuren. Also natürlich das Thema hat mich interessiert. Ich hatte viele Filme dazu gesehen. Ich fand sie alle immer ziemlich gleich und hatte Lust, was anderes zu machen, einen persönlichen Zugang zum Thema zu finden, den Bezug einfach eines Ausländers. Also ich bin selber Ausländer in Frankreich, ich lebe dort und bin auch Ausländer, wenn ich hierher komme, weil ich inzwischen französische Züge habe und merke, das passt nicht mehr so ganz mit Deutschland zusammen und habe darüber versucht, einen Zugang zu finden. Diese Regina ist ja nun eher eine relativ ungewöhnliche Rassistin, könnte man sagen, nicht, oder? Wie kommst du auf so eine Figur? Die Figur entwickelt sich, also ich arbeite an der Figur und für mich ist Regina einfach eine Figur, die nach Liebe schreit. Und also sie ist für mich keine plakative Rassistin, auch wenn das im ersten Moment so wirken könnte, sondern sie möchte unbedingt geliebt werden und das hat aber nie geklappt und hat sich nach und nach eben diese Maske erfunden, diese Maske aufgelegt, um andere Menschen bestimmen zu können, um so irgendwie an diese Menschen dranzukommen, an die sie sonst nicht drankommt, weil sie sie nicht lieben für das, was sie eigentlich ist. Okay, also Rassismus ist ein stimmer Schrei nach Liebe. Genau. Genau, und das, damit hätten wir jetzt im Film sehr einfach runtergebrochen. Ja. Aber so ganz so einfach war das bestimmt nicht, diesen Film zu machen. Der ist ja filmisch auch relativ aufwendig, da auch von der visuellen ist ja vieles dabei. Das hast du verantwortet. Wie war das, mit so einem Verrückten zusammenzuarbeiten? Hat er sehr viele Ideen gehabt oder? Es ist nicht immer einfach, aber ich kannte ihn ja oder kenne ihn ja schon einige Jahre und haben auch schon einige Projekte umgesetzt und wusste also ein bisschen, worauf ich mich einlasse. Das war eine gute Grundlage. Wollte aber auch etwas machen, was eben nicht ganz so einfach ist. Ein bisschen kontrovers, sondern ein bisschen, ja, nicht ganz einfach sein. Und du hast ja zum Teil richtige Tableaus, also wirklich ganz lange stehende Bilder. Was hat es damit auf sich? Hast du da bestimmte Idee gehabt, wie du den Film entwickelt hast, was das angeht? Genau, das war auch so ein bisschen die Idee von Dominik, die Bilder lange stehen zu lassen. Genau, also das ist einfach mein, ich glaube inzwischen mein Stil. Also ich sage mir nicht, okay, so und so muss mein Film aussehen, aber ich arbeite einfach gerne mit Bildern, die lange stehen. Ich arbeite gerne mit einer Inszenierung, die eben im Rahmen dieser stehenden Einstellung spielt. Genau. Die Kadrierung, also die Art und Weise, wie das Bild gebaut ist, ist ja zum Teil sehr ungewöhnlich, tut man mir schon fast weh. Was hat es damit auf sich? Ja, das soll natürlich, also es ist natürlich ganz bewusst gemacht, klar. Ist auch viel Arbeit. aber das soll natürlich einfach auch ein Unbehagen beim Zuschauer auslösen. Also genauso wie die langen Pausen, die teilweise in diesen Szenen sind, eingebaut sind, wollte ich natürlich auch im Bild das präsent haben, dass man sich das anguckt und es irgendwie, also wie so zwischen perfekter Symmetrie ist, die aber immer irgendwie gebrochen wird, sodass es immer ein Unwohlsein auslöst. Ja, ich denke, das habe ich auf jeden Fall gehabt. So soll es sein. Das ist ja. Okay, ganz herzlichen Dank für euren Film und noch viel weiteren Erfolg, auf hoffentlich noch ein paar Festivals mehr damit. Danke schön.